Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die BAVMO-Gebrauchtwagen-Tipps. Das letzte Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum E36 ist nun bereits auf den Tag genau 2 Jahre her, sodass wir unser E36 GWT einmal neu auflegen und uns einmal anschauen, inwiefern sich der Markt für das begehrte Dreiermodell verändert hat, mit aktualisierten Preisen im Jahr 2020. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der E36 erblickte zunächst 1990 als Limousine das Tageslicht. Im Jahre 1992 folgte dann das Coupé, 93 dann das Cabrio, 94 der Kompakt, welcher der erste Wagen seiner Art in dieser Klasse war, und 1995 dann der Touring. Das Z3 Coupé und den Z3 Roadster, welche ebenfalls die Modellbezeichnung E36 teilen und technisch sehr stark mit dem Kompakt verwandt sind, behandeln wir in einem eigenen Video demnächst. Die größten Änderungen gegenüber dem Vorgänger haben wir im Bereich Design und besonders im Bereich der Hinterachse. So hat der E36 nun das neue Gesicht von BMW eingeführt mit Scheinwerfern, welche hinter einer einzelnen Glasscheibe liegen und somit optisch nun auch ein Bauteil ergeben. BMW änderte auch die Nieren ab, sodass sie nun auch dauerhaft breiter als hoch waren, was ausgenommen vom BMW 507 bisher nie der Fall war, da die Nieren bis zu diesem Zeitpunkt immer höher als breit waren. Dieses Designmerkmal wurde bis heute beibehalten, was nun mit der kommenden Modellreihe wieder geändert wird, beziehungsweise beim M3 und M4 sogar bereits geändert wurde. Lediglich der E36 Kompakt hat einige dieser Neuerungen nicht erhalten und war technisch gesehen eher ein Zwischen- bzw. eher noch ein Mischmodell als ein vollkommen neues Modell, denn der Kompakt hatte dieselbe Hinterachse wie der BMW E30 erhalten. Baujahrbedingt sind die ersten E36 Fahrzeuge langsam auch bereit für ein H-Kennzeichen, sofern die weiteren Bedingungen erfüllt sind, also besonders für Oldtimer-Fans noch ein Must-Have, um die Sammlung zu erweitern. Motoren und Preise. Typisch BMW haben wir auch beim E36 eine fast endlose Auswahl an Motoren für jede Situation, Geldbeutel und Gasfuß. Wir werden hier nur auf die Fahrzeuge der AG eingehen, nicht auf die M, Alpina oder weitere Sondermodelle. Die Benziner fingen somit beim 316i mit 1,6 Litern und 99 PS an und hörte dann erst beim 328 mit 2,8 Litern und 193 PS auf. Bei den Dieseln gab es eher weniger Auswahl. Hier stehen drei Motoren zur Auswahl, vom 318 TDS mit 90 PS bis zum 325 TDS mit 143 PS. Probleme der Baureihe. In nun knapp 30 Jahren Bauzeit sind natürlich zahlreiche Probleme in einem Autoleben vorgekommen. Beim E36 gibt es hier einige Thematiken, die dabei dann besonders häufig aufgefallen sind, wie zum Beispiel der Rost. Ein E36 rostet, auch wenn er nicht rastet. Oder vielleicht auch genau deswegen. Beim Gebrauchtwagenkauf ist daher extrem wichtig, darauf zu achten, ob der eklige braune Befall auch hier den Wagen etwas zu unschön ins rechte Licht gerückt hat. Was man im Normalfall nicht in Kauf nehmen will, denn diese braune Grütze wieder loszuwerden auf Dauer ist verdammt schwer. Besonders die Bereiche entlang jeglicher Öffnungen wie Türen, Schiebedach, Kofferraumklappe, die Schweller speziell im Bereich an den Wagenheberaufnahmen, die Reserveradmulde, das Heckabschlussblech und der Tankdeckel sind hier oftmals schwer betroffen und sollten gründlichst überprüft werden. Scheut euch nicht davor, die Dichtungen etwas anzuheben, sofern diese nicht schon hart und rissig sind, um auch darunter einmal zu kontrollieren. Bleiben wir direkt beim Thema Dichtungen. Diese werden gerne hart, rissig und porös über die Jahre und halten dann beispielsweise Feuchtigkeit nicht mehr so gut vom Eindringen in den Fahrzeuginnenraum ab, was im Winter schon mal zu innen vereisten Scheiben führen kann oder dass die Türen sich in die Dichtungen reinfrieren und nahezu gar nicht mehr ohne Gewalt zu öffnen sind. Ebenfalls können defekte Dichtungen die Rostbildung beschleunigen, wenn hier Wasser von außen eindringt, was ein häufiges Problem insbesondere bei der Schiebedachdichtung und der Dichtung der Rückleuchten darstellt. Bei Fahrzeugen mit Hebe- und Schiebedach sollte man den Freigang der Abläufe kontrollieren. Hierzu einfach eine Wasserflasche mit stillem Wasser leicht in die Abläufe kippen und kontrollieren, ob es im Innenraum zu regnen anfängt. Eine weitere häufige Fehlerquelle beim E36 sind die elektrischen Fensterheber. Hier passiert es gerne, dass die Motoren den Geist aufgeben
abgeben, was nach so langer Einsatzzeit nun auch ein Risiko ist, was man einkalkulieren darf. Des Weiteren können auch die Klipse der Halterung brechen und dafür sorgen, dass die Scheibe beim Bewegen die Schienenkonstruktion verbiegt. Großes Problem am E36 ist auch die Thematik mit der Airbag-Leuchte. Es gibt viele Faktoren, weswegen diese dauerhaft leuchten kann und euch den nächsten TÜV-Termin vermiesen würde, denn mit dauerhaft aktivierter Airbag-Leuchte gibt euch kein TÜV-Prüfer, der noch mehr als 0% Sehkraft hat, eine Plakette. Häufige Ursachen können defekte Sitzbelegungsmatten sein, was schon sehr schnell durch ein einfaches Knien auf dem Beifahrersitz passieren kann, wenn man beispielsweise nur eben schnell etwas aus dem Auto holen will. Genauso können die Gurtstraffer hier das Problem sein und in eher selteneren Fällen der Schleifring am Lenkrad, wobei letzteres auch eher eine Ausnahme darstellt. Prüft die Abnutzung. Gerne werden E36 bei der Laufleistung manipuliert und dann auch noch mit simplen Ausreden begründet. Überprüft also sämtliche Abnutzung am Lenkrad, Sitzen, hier besonders auf den Einstiegsseiten, Knöpfe, Schaltknauf und Schaltsack sowie den Widerstand der Pedalerie. Überprüft bei Fahrzeugen, die über Vanos verfügen, auf starke Rasselgeräusche im vorderen Bereich des Motors. Sollte dort ein überaus lautes metallisches Rasseln zu vernehmen sein, deutet dies auf eine defekte Vanos oder zumindest auf eine defekte Dichtung der Vanos hin. Die Dichtungen sind nicht teuer, doch für einen Laien aufwendig zu ersetzen. Bei den Vierzylindermotoren wird die Kurbelgehäuseentlüftung gerne porös und der Wechsel kann sich zu einer nervigen Angelegenheit entwickeln. Bei den Dieselmodellen kann es durch Überhitzung im Kopfbereich oftmals zu Rissen kommen. Hier sollte man nach sichtbarem Ölverlust Ausschau halten und prüfen, ob der Wagen Öl oder Wasser verbrennt. Wenn ihr eine Checkliste zum Fahrzeugkauf haben wollt, schaut in die Videobeschreibung. Wir haben für euch die Probleme nochmal in einer übersichtlichen PDF aufgelistet, damit ihr bei der nächsten Besichtigung eine kleine Gedankenstütze habt. Ausstattung. Die Ausstattung des E36 gehört leider nicht zu den Stärken der Baureihe, zumindest wenn es um die Serienausstattung geht. Die Serienausstattung war nämlich bei normalen Modellen, also die keine besondere Edition oder anderweitig ein Sondermodell darstellten, sehr spartanisch und beinhaltete nicht einmal eine vollständige Lackierung der Schürzen. Diese gab es nämlich nur gegen Aufpreis. Einige Serienausstattungen ab Facelift waren zum Beispiel BMW RDS Reserve Kassettenradio, elektrische Fensterheber vorne, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Zentralverriegelung, elektrische Leuchtweitenregulierung, teillackierte Stoßstangen. Die Sonderausstattungen waren zum Glück üppig gesät und spielen auch beim Gebrauchtwagenmarkt eine sehr große Rolle. Beispiele für bestellbare Sonderausstattungen waren hier: großer Bordcomputer mit Fernbedienung am Lenkstock, Klimaautomatik mit AUC, Sitzheizung, vollelektrisches Faltdach beim Cabrio, umklappbare Rückbank bei der Limousine, elektrisches Hebe- bzw. Schiebedach, elektrisches Heckrollo, diverse HiFi-Anlagen und noch einiges mehr. Die Sonderausstattungsliste kann ziemlich lang werden, wenn der Erstkäufer damals einige Scheckel locker machen konnte und begehrte Kreuze an den richtigen Stellen gemacht hat. Ein kompletter Serien-E36 dagegen erinnert eher an ein leergeräumtes Diebstahlfahrzeug. Empfehlungen. Die Motorenpalette ist so groß, dass eigentlich für jeden Zweck ein passender Motor vorhanden ist. Unsere allgemeine Daily-Empfehlung würde hier beim 323i oder TI und 328i liegen. Für die 90er sehr moderne Motorentechnik sorgen hier für eine schöne Drehmomententfaltung und trotzdem einen moderaten Verbrauch bei normaler Fahrweise, sodass man hier zwischen Spaß haben und reinem A nach B fahren nahtlos wechseln kann. Für Budget-Spaß lohnt sich ein Blick auf den 318iS oder TI. Der Motor ist ziemlich drehfreudig, robust und leicht zu bearbeiten, besonders für Tuning-Begeisterte auf jeden Fall einen Blick wert. Ein kleiner Geheimtipp ist tatsächlich sogar der unbeliebte 316i. Geringe Anschaffungskosten, relativ geringe Unterhaltskosten und mit dem M43 einen sehr robusten und äußerst sparsamen Motor sprechen hier für die Sparfüchse unter den BMW-Fahrern, sofern man den Kompromiss eingehen kann, nicht sportlich unterwegs sein zu können. Alternativen zum E36 waren der Audi A4 B5, Uni-Mercedes C-Klasse W202.
So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.